Ja, hallo, ich bin Arne von Comic Buch und Spiel hier in Oldenburg und bin hier der Local Spieledealer, wenn man das so sagen darf. Und versorge die Leute mit guten Spielen. Na, und ich habe jetzt hier das Ultimus Prototyp, ne, habe ich jetzt gespielt und muss sagen, ja, mir hat es gut gefallen. Es ist von der Art, ne, des Spielens, ne, also es ist vom Thema erstmal ein Gladiatorenspiel. Ne? Aber von der Art her muss ich sagen, es ist ein Spiel, was so den schon Spieler anspricht, ne, aber den erfahrenen Spieler, der nicht nur rein das Strategische irgendwie sucht, so wo man sich halt auf strategischem Wege dann halt battelt, sondern wo letztendlich der Fun-Faktor beim Spielen einfach noch im Vordergrund stehen soll. Ne? Es sind Bluff-Elemente, ne? Wie gesagt, so, die das Ganze aber auch dann entsprechend spannend machen. Schön ist, dass es sehr kurzweilig ist, so vom Spielablauf her. Man spielt gleichzeitig, alle spielen eine Karte und die wird dann entsprechend abgehandelt. Es geht zügig voran, man hat nicht so diese... ja, Wartezeiten, die manchmal dann auch ein Spiel zäh machen können. Das Unvorhergesehene, wie gesagt, bringt den Spaß und ja, auch letztendlich die Spannung mit rein. Was ich hier besonders reizvoll fand, ist einfach, dass man gar nicht auf ja, eine Spielfigur letztendlich setzt, so die man hat, sondern man spielt eigentlich alle Spielfiguren und man muss so ein bisschen jetzt schauen, also man kann halt wetten, man kann auf Sieg, man kann auf Niederlage wetten, man kann auch letztendlich in Gladiatoren investieren zum Beispiel und das ist halt geheim so und dementsprechend, man steuert alle Gladiatoren und was hinterher dabei rauskommt, das ja, ist jedes Mal wieder ein, ne? Ja, ein neues Geheimnis, sage ich mal, ne? Aber wie gesagt, der ja, eine Runde ist schnell gemacht, so eine halbe Stunde kann man rechnen, ist ein Durchgang, ne, wobei sich eine Partie über drei Runden spielt, würde ich sagen. Ne? Also drei Runden ist eigentlich so die Anzahl, die man machen sollte, um hinterher ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Ja, Ultimus Prototyp.